Vor kurzem habe ich einen Bericht über Bergsteiger gesehen und ich war eigentlich sehr beeindruckt von dem, was da über Bergsteigen berichtet wurde. Ein Bergsteiger trainiert sehr hart für das, was er vorhat. Er rüstet sich aus, er hat bestimmte Materialien dabei und oft ist es so, dass in unbekannten Gebieten es Leute gibt, die sich dort auskennen und die den Bergsteiger begleiten. Diese Bergsteiger haben immer dieses Ziel vor Augen, dass sie auf den Gipfel kommen wollen. Sie legen alle Anstrengungen, alle Trainingseinheiten darauf an, dass sie dort oben ankommen werden. Selbst wenn dieser Gipfel im Nebel sein sollte, so wissen sie doch, ich will da hinkommen, ich will auf diesen Gipfel kommen, ich will dieses Ziel erreichen. Und alles, was sie an Vorbereitungen unternehmen, ist auf dieses Ziel ausgerichtet. Und der Herr sprach mit mir über dieses Ausgerichtetsein, über dieses Trainieren, über diesen Fokus anzukommen. Und er sprach zu mir, dass ich gar nicht alleine gehen muss, sondern dass der Heilige Geist in meinem Leben der Begleiter ist. Und das ist auch in deinem Leben so. Wenn du ein gläubiges Kind Gottes bist, dann gehst du auf deinem Lebensweg nicht alleine. Dann hast du den Heiligen Geist in dir, der dich leitet, der dich führt und der dich auch trainiert. Vielleicht gehst du durch manche Situationen, wo du sagst, ich weiß nicht und das ist so schwierig und ich komme da nicht durch. Bleib dran. Der Heilige Geist trainiert dich, dass du wirklich durch diese Situationen hindurchkommst. Und der Herr möchte, dass du ans Ziel kommst. Du wirst auf dem Weg bleiben, wenn du dich ganz dicht an den Herrn hältst. Wenn du dich ganz dicht an das Wort Gottes hältst. Du kennst bestimmt den Psalm 23. Da heißt es, dass er bei dir ist, auch in diesem Tal, in diesen Herausforderungen, die wirklich schwierig sind. Aber wenn du weißt, ich habe einen starken Begleiter, der Heilige Geist ist in mir. Er wird mich lehren. Er wird mir zeigen, wie es weitergeht. Er ist der Ermutiger in mir. Dann wirst du merken, dass du da durchkommst, dass er dich dadurch leitet. Du wirst ankommen. Du wirst das Ziel nicht verpassen, wenn du dich ganz dicht an Jesus hältst. Genau wie dieser Bergsteiger. Er hat einen Führer, der sich auskennt dabei. Aber auf den Gipfel wird er alleine steigen. Du wirst ankommen. Lass dich trainieren. Weich diesem Training nicht aus. Bereite dich vor, bleib immer im Wort Gottes, dass du ausgerüstet bist, trainiert bist, ermutigt bist, gesegnet bist, erfrischt bist. Und der Herr wird sich zu dir und deinem Lebensweg stellen. Du wirst es nicht verpassen. Gott hat mehr für dich.